Moin Moin, willkommen zurück. Entschuldigung, willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Letzte Folge waren wir hier bei Dagon? Nee, Dangor stehen geblieben. Dem haben wir auch ein paar Sachen abgegeben. Und eigentlich können wir jetzt zurück, aber ich will hier mal gucken, ob ich nicht noch ein paar Sachen mitnehmen kann. Vor allem das bearbeitete Ebenerz. Fünf! Hier kann man hier schmieden? Also wenn ich jetzt so fünf unbearbeitetes Erz sehe, frage ich mich halt die ganze Zeit, kann man hier schmieden? Und schon. Komm schon. Ja, aber habe ich jetzt Kopfgeld? Nö. Ja, aber das wäre ein bisschen doof. Nicht für so ein bisschen Erz. Also, es wären... Komm schon, was ist denn das? Manchmal hängt man hier echt komisch fest. Es wäre natürlich gar nicht wenig Erz gewesen, aber... wäre jetzt nicht... irgendwelche NPCs wegmachen. Ich meine, wenn man nach dem Vorgehen arbeiten würde, dann hätte man die Welt echt schnell leer. Der sieht mich wahrscheinlich, aber der dürfte mich nicht sehen, oder? Hier so bin? Komm schon. Ja. Perfekt. Bisschen was will ich mitnehmen und dann geht's zurück nach Balmora. Dein Ernst, Junge. Ich hab... der nicht. Komm mal. Ich habe nur wenig Zeit. Junge, du regst mich auf. Manno. Wie habe ich denn jetzt... Ah, es war natürlich jetzt schon ziemlich viel, ne? 9, das sind 90 Kilo. Warum ist das Erz eigentlich so schwer hier? Okay, also gibt es... ganz viele Fragen und... gibt es eine andere Verwendung als... Alchemie für die Erze? Das wäre gut zu wissen, wenn mir das einer sagen könnte. Wie man auch sieht, nehme ich jetzt am Sonntag noch eine zweite... noch eine zweite Folge auf. Komm schon. Der sieht mich doch nicht. Geh doch mal weg da. Gut. Einmal kurz zu dem anderen rüber. Der ist ja jetzt gerade weg. Ey, dann wird sich das tatsächlich vielleicht noch richtig lohnen. Wäre schon zumindest, also für mich wäre das ein guter Start. Jetzt in diese 20, 30 Minuten. Mich würde das freuen. Wenn ich jetzt nochmal eben jetzt kriegen würde. Muss das so laut sein? Hier ist noch was, aber hier sind zu viele Leute. Oder was immer ihr an euch tragt. Gehen jetzt die Tiere auf einmal her. Aha. Leute, ihr habt ein echtes Rattenproblem. Bitte, was immer ihr an euch tragt, ich will es mir nicht einfach. Ey, so krank bin ich nicht. So, und jetzt ist mein Inventar voll. Perfekt. Aber da vorne, das sieht so aus. Moment. Moment. Erstmal mache ich, sorge ich dafür, dass meine Krankheit weg ist. Wo ist das denn nochmal?
Nee, ich habe doch hier geringe Krankheit. Göttliche Hilfe, Gift, gewöhnliche Dach. Jetzt ist sie weg, ne? Ja, sehr schön. So, dann habe ich ja auch noch... so ein Amulett bestärke, ne? Wo ist das? Da. Hier? Was liegt da? Die Spitzhacke des Minenarbeiters. Ob es hier eine Quest gibt, die einzusammeln? Sieht doch ganz danach aus, ne? Fragen wir doch mal. Wo ist mein gutes Sprungding? Ja, die gute Sprungding. Sehr gut. Wo ist da? Jetzt gucke ich noch mal kurz, weil ich hatte so vermutet, es sah hier so in der Ecke so aus, als wäre da noch so Verborgenes. Entschuldigung, ich habe gerade gegessen. So. Haben wir... Du irgendwas? Nee. Dann ist er vielleicht ganz tief in der Mine drin und da werde ich jetzt nicht noch hinlaufen. Geht's jetzt zurück noch beim Ohr. So. In die Kiste kommt natürlich wieder sowas hier. Das nicht. Das brauche ich. Bevor eine das brauche ich. Das brauche ich auf jeden Fall. Das nicht. Machen wir mal anders. Die beiden nehme ich raus. Die packe ich jetzt gleich in eine andere Kiste. Dafür kommt die hier rein. Die Pfeife kann ich ja so gesehen weggehen. Ach, guck mal. Oh. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Dann mache ich... Geben wir mal ein. Trinken. Ach, Moment. So, also ich sortiere jetzt mal eben kurz ein bisschen meine Hütte. Und was ich hier so im Inventar habe. Und dann können wir zurück nach Altruhen und zur Kriegergilde Bescheid sagen, dass wir hier wieder fertig sind. Hier so gehört nach unten, hier gehört gar nicht hier hin. Ja. Gut, dass der Destillierkolben mir du hast mir gesagt wurde mit der Skooma-Pfeife, dass ich die benutzen kann. Ich weiß aber nicht, ob die besser ist als mein Destillierkolben. Wo ist die Pfeife? Okay. So, die stellen wir jetzt einfach mal dazu. Und der Beutel hier wird benutzt für weitere. Genau, weitere Alchemie. Guter. Kriegt man die alle da rein? Dachte ich mir. Das wäre ein bisschen heftig. So 28 Erz. Eben Erz. Ist ja gar nicht mal so wenig. Was? Nein! Leise. Wie wenig passt denn in diesen Sack rein? Mist. Wie viel passt in so einen Korb rein? Kann ich da einmal eben Erz reinpacken? Nee. Dann packen wir die anderen Sachen hier rein. Vielleicht kann ich in die Kiste ja das eben Erz reinpacken. Vielleicht ist da ja genug Platz drin. Das wird ja auch schon mehrfach geschrieben. Die wird dir schnell zu klein, die Hütte. Wirklich sehr schnell. Einmal hatte ich dann viel zu viel Messi-Kram gesammelt. Und dann war die mir auch kurzfristig zu klein. Wie viel können da denn rein? Wie viel eben jetzt passt denn ein Fass? 20? Hä? Ich habe auf Abbruch geklickt, ich Pfosten. Das sind die Skyrim-Container natürlich um einiges nutzerfreundlicher, ne? Ein Container, alles passt rein. Nehmen wir 15. Auch zu groß. Was mit 10? Ey, komm, das ist doch nicht, als ob das jetzt hier so ein halbes Fußballfeld ist, was ich da reinstopfen will. Oder ist das rein gewichtsabhängig, was in so ein Fass passt? 5? 5 passt. Packen wir mal so lange rein, bis das Ding sagt, hier ist Feierabend. 2? Schon zu groß. 1? Komm schon. 50 Kilo passen nur rein.
Aber ich habe hier eine Menge Fässer, das heißt, ich kann alles eben jetzt auch verstauen. Ich muss mal wissen, gibt es eine andere Verwendung als Alchemie dafür? Wenn nicht, dann verbrate ich es halt in Alchemie. Weil fressen will ich es nicht. Oder ich verkauf's. Oder ist es vielleicht sinnvoller, das zu verkaufen? Ist hier auch 50 rein? Oh, hier ist ja noch der Dingenshelm drin. Den stelle ich gleich einfach mal woanders hin. Oh. Hier passt auch. Oder passt hier mehr rein? Ein Korb, der ist. Gut, dann hier noch 5. So. Hier könnte ich dann doch noch die restlichen 3 reinpacken, oder? Passt das? Ja. Schön. Sehr schön. So, wo packe ich denn jetzt meine Ebenerzrüstung hin? Irgendwo Platz? Ich will die halt nicht wegpacken. Ich denke, die ist ziemlich gut. Ich denke, ich schmeiß die aufs Bett. So richtig schön gemütlich, ne? Wenn man sich mal hinlegen will. Ne? Das bietet auch genug Halt. Kann ich mal. Komm schon. Dann wird's richtig gemacht. Ne? Der Helm kommt daneben. Der wird nämlich noch gebraucht für eine Quest. Und jetzt, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe übrigens, das ist ein bisschen doof, dass ich das nicht gemacht habe, ich hatte noch eine Gruft gefunden. Hinten, bei Botrier? Botrier heißt er ja, glaube ich, oder hieß er. Er hieß Botrier. Da war eine Höhle, eine Ahnengruft, und da waren auch diese großen Skelettbürsten drin. Ich habe die aber nicht angegriffen. Also ich habe die nicht, das war in dem einen Moment, wo ich nachspielen musste, weil ich in dem Zelt stuck war. So, mal eben schauen. Lass mich eben kurz durch meine Sachen gucken. Gewaltige Hiebe ist auf 1. Rückkehr, Regen, Axt, Feuerball, Eisern, Falle. Was macht der hier nochmal? Der eiserne Wille. Schnelligkeit. Ist gut. Schnelligkeit ist gut. Dann machen wir den Sprung noch dazu und hopp. Ui. Jedenfalls, da waren halt diese nicht. Also die Skelette, die als Skelettbürsten sind, aber höher. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen genau. Und die waren ja zu groß zum Beispiel für einen gewöhnlichen. Hier für diese gewöhnlichen Seelensteine. Waren die ja zu groß. Aber ich habe hier jetzt 3 von denen hier, großen Seelensteinen. Die werden da bestimmt reinpassen, aber ist es sinnvoll, die dafür zu benutzen? Also die großen Seelensteine? Oder was wäre am sinnvollsten, in die großen Seelensteine reinzupacken? Das ist so die Kernfrage gerade. Macht es Sinn, vielleicht da auf was Spezielles abzuwarten? Ja, das habe ich gemacht. Ach, guck mal, ich habe hier einen fetten Wein bekommen. Kriege ich eine Beförderung? Wenn ihr ein Wächter der Kriegergilde seid. Also gibt es hier keine Aufgaben mehr. Gut. Dann ganz schnell zurück nach Balmora. Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich jetzt die Kriegergilde so durchqueste. Ich will mal einfach einen Fortschritt haben. Also diesen, dass ich sagen kann, hey, da kann ich nichts mehr tun. Damit bin ich durch. Da bin ich jetzt der Baba, der Boss. Ich bin der Höchste hier. Einer. So, Madame, hast du noch was für mich zu tun? Oder bin ich immer noch zu niedrig? Fehler? Ja. Den kenne ich. Orkische Banditen gesehen. Ich habe Herzog Drenn höchstpersönlich eine Aufgabe über die Orks bei einer dädrischen Ruine. Hat uns selbst den Auftrag, uns das Problem anzugehen, zu Alonlofs Hof, nördöstlich von. Oh, jetzt kann ich viel laufen. Juhu! Nördlich von Aval-Plantagen. Alof kann euch sagen, wo die Orks. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Gucken wir nochmal kurz hier in die Kiste. Wie hat euch der Tag begrüßt? Mit einem Red Bull, das ich umgeschmissen habe. Und halt! Halt! Stopp! Mir ist was eingefallen.
Ich will noch einen Ring haben. Nicht, dass ich hätte es fast vergessen. Ich brauche ja noch Ringe. Weitere Sprungringe. Sprung 1, Sprung 2 und Sprung... Oh, ich habe hier keine. Ja, dann kaufe ich mir neue Ringe. Das ist ja immer das Problem, dass mir auf einmal der Ring leer geht. Stellt euch mal vor, ihr würdet durch die Stadt gehen und da fliegt da einer so an euch vorbei und der hui. Genial. Ich fände es zum Schreien. So, ich will 3 Ringe. 3 mache ich mir. Eure Ringe? Alle. Gib mir alle. Naja. Peanuts. Fällt gerade ein. Peanuts gar nicht mal so. Wann ist das letzte Mal, dass ich was... Nun, ich höre. Ich rede gar nicht mit dir. Hör mal nicht zu hier, hallo? Wann ist das letzte Mal, dass ich was richtig Teures gefunden habe? Ich meine, im Zweifel könnte ich Seelensteine verkaufen, aber... Nein, zu weit. Aber ich will ja, Ja, was kann ich für euch tun? Du schon mal gar nichts? Du kannst dich verzaubern? Aber ich will ja... Mein Gott... Ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept. Ich mache mal eben kurz die Sprungringe fertig. Also, auf mich selbst. Und ich brauche 30 und 2 Sekunden. Oder ich nehme mal 40. 30 bis 40. Warte. Oh, ist das teuer. Nein. Vergessen, dass es so teuer ist. Dauert 2 Sekunden sich selbst. Jetzt brauche ich eine gewöhnliche Seele. Das ist Sprung 2 dann. Sprung 2. Kaufen. Habe ich das? Ich habe nicht genug Geld. Nein. Warte. Gleich habe ich genug Geld. Ich habe ja noch hier diese Weinbrände und so. Die kauft mir die ab. Ganz sicher. Machst du doch, ne? Skuma? Gibt's Skuma? Habe ich Skuma? Ach ja, ich habe das mitgenommen und nicht weggestellt. Ihr scheint meines Wissens würdig zu sein. Nehmen wir den mal kurz hier auf den Tisch, ne? Kennt man ja. Junge, Alter. Das. Ich will nicht mit dir. Nein, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Du hast Gras in der Tasche. Warte. Moin. den will ich verkaufen, weil der ist zu wertvoll. So viel Geld hast du nicht. Was ist hiermit? Okay, dann verkaufe ich die hier von 2. Das kannst du dir auch nicht leisten. Wie arm bist du bitte? Das ist denn wenigstens ein Standardtrank der Kraft. Dann Genesungstrank. Nehmen wir die. Die sind die so teuer. Jo, dann nehme ich nur die ganz guten. Ja. Die beiden. Und dann kann ich dir ja nochmal einen... Wo ist er denn? Ja, so einen geben. Und den kaufst du doch bestimmt, ne? Sehr schön. Schön den Skuma mitnehmen. Als Khajiit dürfte sie es das doch noch nicht interessieren. Darf ich euch helfen? Nein, du darfst aus dem Weg gehen. Genau, sie interessiert es nicht. Das heißt Skuma, aber Skuma ist beim Creeper ganz gut, ne? Was ist es denn wert? Nee, das geht zum Creeper, das Zeug. Linkheit, weg damit. Ist mir jetzt gerade auch egal, zur Not porte ich mich zurück. Ich brauche jetzt gerade ein bisschen Geld. Außerdem so viel. Charisma. Nee, weg damit. Wiederherstellen. Auch nicht. Und der kann auch. Warte mal. Also Konstitution. Ich dachte, da stand Stärke drin. Flynn brauche ich. Den verkaufe ich jetzt. Dann ist auch das mal ein bisschen sortierter hier drin. So, die brauche ich alle noch. Richtig. LOL. Ich dachte, jetzt kriege ich dich überredet. Mädel, hör auf, die Tür zu blocken. Oh.
Ja, das ist ja cool. Wer kennt's nicht, ne? Zu hoch gesprungen, dann rennt man halt an der Decke. Ne? Ups. Also, jetzt können wir uns den zweiten Ring machen. Für den dritten habe ich noch nicht genug Geld. Das heißt, ich müsste noch mehr Sachen beim Creeper verkaufen und vielleicht ein paar Assassinen farmen. So, 2 Sekunden reicht. Das ist dann Sprung 2. Sprung 2. Kaufen. Dankeschön. Jetzt habe ich neben Sprung 1, Sprung 2. Ja. Schön. Und dahinter ist ja der teure Ring. Nehme ich mal eben kurz genau. Brauchen wir den hier. Es ist okay. Das ist völlig okay. Ich bin nämlich näher am eigentlichen Ziel. Nämlich hier. Sprung. Ja. So. Ich meine, ich muss jetzt hin. Hier so. Hier muss ich mal nicht hin. Ja. Irgendwo da. Ich werde jetzt nicht speichern. Ich werde jetzt nicht kämpfen. Sondern ich werde jetzt straight up. So schnell es geht. Ne, warte mal. Zu Pelagius. Hier muss ich ja erstmal hin. Das ist ja die Festung. So, und von hier muss ich... Ich meine, das war der. Nordöstlich. Da. In die Richtung muss ich. Genau, da muss ich lang. Gott, keine Zeit für dich. Da lang. Ja. Mit den anderen Spielkameraden. Lol, beide Sprungringe sind alle. Können nicht rasten, wenn Feinde in der Nähe sind. Och, Manno. Dann machen wir da vorne mal die Dingens kaputt. Her. Warte mal, wenn ich da in die Dingens reingehe, in die Ruine? Ich wusste es. Wer auch sonst? Wer auch sonst? Natürlich ihr. Nervigen Miestviecher. Hm? Ah, aua. Dankeschön. Wie sieht's bei meinen Sprungringen aus? So, ich würde sagen, wir resten einfach nochmal 11 Stunden. Dann sieht das doch gar nicht schlecht aus, ne? Ja. Weiter geht's. Ach, wunderschön hier. Das speichere ich mir. Das nehme ich, glaube ich, als Thumbnail. Nicht so weit. Au. So, irgendwo... Die Richtung. Ist ja die Festung. Ach, Mondfalter Festung. Wer davon kommt? Suchern? Ich wusste es. Falsch. Leute, drasten und das Gelernte. Idiot. Ich bin ein Idiot. Sondergleich. Nee, ich habe kein Geld. Moment. Tut mir leid. Ich habe echt einen riesen Fehler gemacht. Okay, also das besessene Katana und das besessene Tanto verkaufe ich, dann habe ich genug Geld. Die Axt brauche ich nicht mehr. Den hier auch eigentlich nicht. Das hier will ich behalten. Ein Witwenmacher finde ich auch cool, der hat einen eigenen Namen. So. Diese ganzen Dinger hier, die können man eigentlich alle auch mal verkaufen. So, ich mache mich mal eben schnell zum Creeper auf. Denn ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das nennt sich Level Up. Den habe ich nicht im Blick gehabt. Aber der ist wichtig. Und ich muss ja darauf achten, damit die Konstitution, damit ich auch mal ein bisschen mehr Lifepool habe, weil das funktioniert echt gut hier, ne? Damit ich ein bisschen mehr Lifepool habe, dass ich auch immer darauf achte, genug Konstitution pro Level Up zu kriegen. Und auch genug Stärke. Darf ich euch helfen? Kann ich ja beeinflussen. Ja, du willst mich einmal nach Caldera rüber schippern.
Ja. Nein. Ist hier wieder gestuckt? Nein. Wir können uns nicht einigen. Nichts. Wenn die immer so anschreien müssen. Dich. Ob du, keine Ahnung, gehst an deinen Arbeitskollegen vorbei und der guckt dich an. Was? Tut mir leid, dass ich dich vorhin getreten habe. Verkaufen. Erstmal den 3000er hier, das. Ja, ich weiß, die sind nicht viel wert, die Dinger, aber das ist jetzt erstmal egal. Hier brauche ich mir dann wenigstens keinen zweiten Händler suchen. Und wir brauchen ja auch was, dass wir halt hin und wieder mal hin und her tauschen können. So, Skuma. 5-7. Soll ich mich raten? Ja, war klar. Nee. Lol. Warte. Ich bin ein Idiot. Ich hätte fast Geld verschwendet. So, zweiten Ring haben wir. Oh, ist anders. Gib mir mal den zurück. Das geht schneller. So. Zweiten Ring haben wir jetzt machen können. Wir holen uns gerade ein bisschen Geld zum Lernen, damit wieder ein gutes Level abkommt. Was haben wir denn noch jetzt? 2 Skuma kriegst du. Zweiten Ring haben wir, genau. Wir könnten auch einen dritten jetzt fast machen. Aber nein, wir brauchen Geld zum Lernen. Ich muss lernen. Ich muss lernen, besser zu werden. Und meine Zeit besser einzuteilen. 2 Skuma. Kriegst du noch die hier? 4200, das ist in Ordnung. Jetzt noch ein paar Münzen dazu. 4930, das ist doch sehr gut. Nee. So, handeln. War noch irgendwas? Ja, der war noch teuer. Ansonsten könnte ich glaube. Nee. So, jetzt gehen wir wieder schnell zurück nach. Ja. Also, 27. Ich zeige jetzt mal kurz, wo ich meine, weil ich da wollte da eigentlich jetzt noch hin. Ich zeige mal kurz, wo ich meine, wo der ist. Der Hof. Der Hof ist hier. Da ist der Hof. Ich pausiere jetzt mal kurz und fliege dahin mit Sprung. Ja? Und dann sehen wir, ob ich richtig lag oder nicht. Weil ich meine, ich habe den schon mal angesprochen unterwegs und dachte so, hey, den könntest du ja eigentlich töten. Habe ich nicht gemacht, das war ganz gut. Also, sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Nein, ich habe natürlich nicht vergessen zu lernen, damit ich hier 10 Punkte habe. Ich bin natürlich nicht erst den halben Weg gelaufen und habe mich dann zurück teleportiert. Ich hätte das fast verpeilt. Aber ich hab's noch gemacht. Alles gut. Aber ich lag richtig. Hier. Alofs Bauernhof. Wie ich es in Erinnerung hatte. Ich hab's mir gemerkt, dass der hier war, der Dude. Genau hier. Na, hier, dem wollte ich erst seine ganzen Sachen klauen. Weiß ja. Ist das nicht ein schönes Ende? So ein richtig schöner, so eine richtig schöne Sonneneinstrahlung da vorne beim Haus. Ne? Wo wir uns gleich hier vorne an den Steg legen und eine Runde pennen. Ne, vielen Dank fürs Zugucken. Stärke haben wir bald endlich 100 erreicht. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Also, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.